Die 42. Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften 2018 beim Berliner Traditionsclub LTTC Rot-Weiß sind Geschichte. Eine Woche lang zeigten 64 Juniorinnen und ebenso viele Junioren aus 43 Ländern auf den 17 Sandplätzen wieder Weltklasse-Tennis. Bei diesem Event der Kategorie 1, die gleich hinter den vier Grand-Slam-Turnieren rangiert. Berlin gehört damit zur Elite der weltbesten Jugendturniere. Facundo Dios Acosta, der argentinische Top-Junior, Lorenzo Musetti, ein Mitfavorit aus Italien, Selma Stefania Kada aus Rumänien, die Außenseiterin, Finalistin Oksana Selekmeteva aus Russland und andere, manche Namen sollte man sich merken, denn im Steffi-Graf-Stadion starten Weltstars, manchmal ganz große Karrieren. Auch 2018 schlugen 21 Junioren aus den Top 100 der ITF-Weltrangliste auf. Bei den jungen Damen stammten 15 aus dem erlauchten Kreis. Ein Qualitätssiegel. Möglich gemacht wurde das Spitzentennis wieder durch die Unterstützung namhafter Sponsoren. Allianz-Generalvertretung David Patrick Kundler, supported by Optimus Systems, der Software für Macher, der BTO Management Consulting AG und dem Immobilienmakler Engel & Völkers, represented by Sascha Moyedi. Bei vielen Spielern genießt das Turnier an der Hundekiele hohes Ansehen. Wer einmal in Berlin war, der die Atmosphäre dieses Events, die perfekte Organisation und herzliche Gastfreundschaft kennengelernt hat, kommt gerne wieder. So war nach 2017 auch der Argentinier Facundo Dias Acosta, 14. des ITF-Jugendrankings, wieder dabei. Ebenso Margarita Bilokin aus der Ukraine. Acosta wollte in die Fußstapfen von Vorjahressieger Rudi Mollicker treten, der nur noch Herrenturniere spielt. Nachfolgerin der deutschen Vorjahressiegerin Jule Niemeyer zu werden, dies wünschte sich Bilokin. Auch der Deutsche Tennisbund hatte seine besten Junioren wieder nach Berlin geschickt. Dazu gehörte die deutsche Jugendmeisterin der U16, Porsche-Talent-Teamspielerin Alexandra Vekic vom TC Tübingen und Meisterschaftsfinalistin Julia Middendorf vom TV Wisbeck. An ihrer Seite die Hamburgerin Eva Lüss. Bei den Junioren ruhten deutsche Erwartungen auf den DTB-Talent-Teamspielern Justin Schlageter vom TK Grün-Weiß Mannheim und Henry Squire, der für den TC Kaiserswerth aufschlägt. Was hatten sich die deutschen Teilnehmer für dieses Elite-Turnier vorgenommen? Ja, ich habe mir jetzt kein bestimmtes Ziel gesetzt. Ich habe einfach mir eher so ein Handlungsziel gesetzt. Also für mich, dass ich mein Spiel spiele, dass ich das umsetze, woran wir gearbeitet haben in letzter Zeit. Und dann mal sehen, was die Gegner auf den Platz bringen und wie weit ich komme, ja. Die Berliner Tennisfreunde schauten besonders auf Santa Strombach. Sie hatte eine glänzende Hallensaison gespielt, war Berliner U18-Meisterin und als 16-jährige Titelträgerin bei den TVBB-Damen geworden. War sie schon reif für den Titel bei den Allianz-Kunder German Juniors? Offenbar nicht. Sie schied in Runde 2 gegen die ungesetzte Serbin Andjela Skorbonjan recht sang- und klanglos 4:6, 1:6 aus. Wir waren insgesamt mit 7 Spielerinnen aus dem Bundeskader vertreten. Genau, und von denen sind jetzt noch 3 letzte 16. Wir sind von den Mädels sehr positiv angetan. Letzte Woche in Offenbach hatten wir schon richtig gute Leistungen. Die Mara Gut war da im Halbfinale. War auch schön für die anderen zu sehen, dass eine von uns da so weit kommt und die ziehen jetzt nach hier und gewinnen ein paar Runden. Das ist für uns super. Mit Benito Jaron Sanchez Martinez verabschiedete sich dann auch noch der letzte Berliner aus dem erlesenen Feld. Dem zweitgesetzten Rumänen Philipp Janu lieferte er einen mutigen Kampf, steckte beim 3:6, 3:6 nie auf. Auf ein neues im nächsten Jahr. Viertelfinaltag. Die Felder haben sich gelichtet, die Spreu sich vom Weizen getrennt. Ein Tag, der einige Überraschungen parat hatte. Bilokin verpasste ihrer Kontrahentin Bartone aus Italien die Brille 6-0, 6-0. Mitfavoritin Andrea Pescari aus Rumänien dagegen verlor gegen die Russin Oksana Selekmeteva, Nummer 10 der Setzliste, überraschend mit 2:6, 6:3, 1:6. Und eine ungesetzte Spielerin erreichte das Semifinale. Selma Stefania Kada aus Rumänien, die Vekic-Bezwingerin Anastasia Tikhonova aus Russland aus dem Turnier warf. Dieses Schicksal teilte auch der Tscheche Ondrej Stüler, Grand-Slam-Sieger im Doppel von Paris 2018.
Er musste sich in einem packenden Spiel den Italiener Lorenzo Musetti im Tiebreak des dritten Satzes 3-7 beugen, beide auf dem Weg zu Weltstars. Es hatte sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Die fünffache Grand-Slam-Siegerin Hanna Mantlikova ist auf der Anlage, begleitete ihre 16-jährige Tochter Elisabeth Mantlik und Zwillingsbruder Mark nach Berlin. Hanna Mantlikova gewann von 1978 bis 1990 27 Karrieretitel, darunter zweimal die Einzel der Australian Open und die French sowie die US Open. Mit Martina Navratilova siegte sie 1989 auch im Doppel der US Open. Die Anlage des LTTC Rot-Weiß kennt Hanna bestens. Mit dem Fed Cup-Team der damaligen GSSR erreichte sie 1980 hier das Halbfinale und spielte danach jedes Jahr bis zu ihrem Karriereende bei den German Open der Damen mit. Den Siegeszug ihrer Tochter Elisabeth stoppte im Halbfinale die Russin Selekmetjeva. Den weiteren Vormarsch Richtung Weltspitze ganz sicher nicht. Halbfinalisten bei den Allianz Kundler German Juniors 2018, ein ehrenwertes Abschneiden der Deutschen Bastian Pressun und Osman Torski. Sie scheiterten im Match-Tiebreak an der bulgarisch-polnischen Paarung Simon Anthony Ivanov und Mikhail Mikula. Und auch sie fand im Finale ihre Bezwinger. Facundo Dias Acosta aus Argentinien und Igor Gimenez aus Brasilien freuten sich nach dem 6:4, 6:1 gegen Ivanov Mikula über die schönen Preise. Berliner Bären, gestiftet von der KPM. Bei den jungen Damen gewann die Ukrainerin Margarita Bilukin, die den Einzeltitel verpasste, mit der Russin Taisia Pachkaleva das Doppelfinale gegen die Italienerin Martina Giardini und die Bulgarin Daniela Dimitrova 7:6, 6:4. Alles war für packende Einzelfinals vorbereitet. Doch dann kam der Regen. Viele Zuschauer gingen Spielbeginn mit 4 Stunden Verspätung. Im Steffi-Graf-Stadion das Finale der Juniorinnen. Selma Stefania Kadar, die rumänische Außenseiterin, die ohne Trainer und Betreuer nach Berlin gekommen war, gegen die am Oberschenkel gehandicapte Oksana Selekmetjeva aus Russland. Das recht eindeutige Ergebnis von 6:3, 6:0 gibt die von beiden gezeigte Klasse nicht richtig wieder. Höhepunkt des Turniers? Das Juniorenfinale zwischen dem Italiener Lorenzo Musetti und Facundo Dias Acosta aus Argentinien. Es bot alles, was der Tennisfreund sehen will. Harte, punktgenaue Aufschläge, lange Duelle von der Grundlinie, aber bei passender Gelegenheit auch Netzangriffe, viele Raffinessen. Endstand 6:4, 6:2 für Musetti, der die 42. internationalen deutschen Jugendmeisterschaften gewann. Klaus Eberhardt, Sportdirektor des DTB, TVBB-Präsident Dr. Klaus-Peter Walter und Sponsoren übergeben die Pokale. Welchen Stellenwert hat das Turnier für den Deutschen Tennisbund? Ja gut, also dieses Turnier hier in Berlin ist ja seit Jahren eigentlich unser Aushängeschild. Ne? Ein Kategorie 1-Turnier in der ITF steht ganz oben. U18, da geht es für die jugendlichen Spieler dann schon darum, wie werde ich mich auch in der Zukunft positionieren, wie geht mein Start ins Erwachsenen-Tennisleben weiter. Und deshalb gucken wir da schon ganz genau hin und schauen auch an, wie unsere nationalen Spieler hier abschneiden und wie das Gesamtniveau überhaupt ist. Es wird weiterhin bei uns ganz vorne auf der Liste sein, weil es einfach das Aushängeschild schlechthin ist. Es waren spannende Turniertage mit abwechslungsreichen, gutklassigen Matches. Mit allem, was modernes Tennis zu bieten hat. Tempo, Technik, Taktik. Die Berliner freuen sich schon heute auf die Neuauflage 2019. Die Sportmetropole Berlin ist stolz darauf, viele Turniere hier in Berlin zu haben. Und natürlich werden wir auch in den nächsten Jahren das Tennisturnier hier beim LTTC Rot-Weiß unterstützen. Denn es ist einer der kleinen Zahnräder, die es braucht, eine Sportmetropole zu sein. Und dementsprechend freuen wir uns auch und hoffen, dass es auch vom Verein im nächsten Jahr mit angeboten wird. Und das unterstützen wir dann sehr gern.